Egal, ob du Gründer bist, Jungunternehmer oder Bestandsunternehmer und Finanzierungsbedarf hast, eines Tages wird dich der Weg auch zur KfW Mittelstandsbank führen. Deshalb habe ich dieses Video gemacht, um ein wenig über die Hintergründe, Besonderheiten, aber auch die Vorteile für dich als Unternehmer zu berichten. Mein Name ist Daniel Schäfer. Gemeinsam mit meinem Team bei der X-Group begleiten wir mehrere hundert Unternehmer vom Anfang der Gründung bis zur Betriebsübergabe dabei, ihre Vorhaben umzusetzen. Und bei vielen dieser konzeptionellen Beratungen geht es in der Regel auch um Finanzierungsvorhaben. Und diese Finanzierung führt in der Regel auch zur KfW Mittelstandsbank. Und daher können wir aus der Praxis für die Praxis dir genaue Tipps geben. Historisch ist die Gründung der KfW zu verorten das Jahr 1948. Die Grundlage dabei ist das Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Denn wir erinnern uns, dass zu dieser Zeit Deutschland komplett in Trümmern lag. Es galt also, alles wieder aufzubauen. Und dort wurden Gelder auch von den Alliierten zur Verfügung gestellt, um letztendlich Deutschland aufzubauen. Und die Rechtsaufsicht hat seitdem auch das Bundesministerium für Finanzen. Das Besondere bei der KfW ist, dass sie kein Kreditinstitut nach dem KWG, also nach dem Kreditwesengesetz ist, sondern eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie gehört zu 80% dem Bund und 20% den Ländern. Das erkennst du zum Beispiel daran, dass die KfW keine Filialen hat und dass die KfW in der Regel auch keine direkten Kreditanträge annimmt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du eines der Programme der KfW beantragen möchtest, dass du es nicht direkt bei der KfW machen kannst, sondern es gilt das Regionalpartnerprinzip. Regionalpartnerprinzip wiederum heißt, dass die KfW in deiner Region bestimmte Regionalpartner hat, zum Beispiel die klassischen Hausbanken, Geschäftsbanken, bei denen du dann deinen Antrag einreichst. Und die werden dann nach der Prüfung und internen Hausbankbewilligung dann erst den Antrag direkt bei der KfW stellen. Das bedeutet also, dass du zunächst in deiner Region einen Regionalpartner findest, dir dann die Information beschaffst, was genau wie eingereicht werden muss, also die uns bekannte Checkliste Anhang plus die Vollständigkeit der Liste aller Unterlagen. Und dann reichst du dort bei dem Regionalpartner die Unterlagen ein, sprichst dort vor, erreichst die erste Bewilligung und dann stellt die Hausbank oder ein anderer Regionalpartner den Antrag bei der KfW. Die KfW umfasst inzwischen auch weitere Tochterbanken als KfW-Bankengruppe. Dazu gehört einmal die FUB, DEG und die IPEX Bank. Die DEG ist hauptsächlich verantwortlich für die Finanzierung in Entwicklungsländern, vor allen Dingen auch in Schwellenländern. Währenddessen die IPEX verantwortlich ist für Projekt- und Exportfinanzierung. Und die FUB ist eine Gesellschaft für Finanzplanungsaufgaben. Und die KfW ist bekannt durch die Angebote in der Corona-Hilfe für Unternehmensfinanzierung. Aber auch außerhalb von Corona gibt es spezielle Programme, die sowohl für Gründer, für Jungunternehmen als auch für Bestandsunternehmen jederzeit abrufbar sind. Für Gründer und Jungunternehmer bis zu 5 Jahren gibt es das beliebte Programm KfW Startgeld. Unterhalb des Videos findest du auch einen Link zu einem anderen Video, das das genauer erklärt. Aber grundsätzlich gibt es hier bis zu 125.000 Euro Finanzierungsmittel und der große Vorteil ist, die KfW übernimmt auch die Bürgschaft. Wem diese 125.000 Euro nicht ausreichen, kann dann zugreifen auf das Programm ERP Gründerkredit Universell. Das geht bis zu mehrere Millionen hoch und kann dort auch über die Hausbank bei der KfW beantragt werden. Und wenn dein Eigenkapital nicht ausreicht, dann gibt es sogar das Programm ERP Kapital für Gründung. Auch hierzu findest du den Link unterhalb des Videos. Aber auch für Bestandsunternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind, gibt es spezielle Programme. Zum Beispiel der Unternehmerkredit Universell. Auch hierzu findest du unter dem Video einen Link. Inzwischen hat die KfW eine ganze Reihe Sonderprogramme herausgebracht. Nicht nur zur Krisenüberwindung in Pandemiezeiten, sondern auch zu anderen Vorhaben, Trends und Entwicklungen. Zum Beispiel auch Digitalisierungsförderung oder andere Programme. Weitere Links findest du auch unterhalb des Videos. Zusammengefasst ist also die KfW historisch gewachsen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, um Deutschland wieder aufzubauen. Die Mittel aber, teilweise auch aus dem Marshallplan Geldern stammend und in der EU gesammelt, stehen heute noch den Gründern, den Unternehmern zur Verfügung. Deshalb fördert die KfW eine ganze Reihe Vorhaben, vor allen Dingen auch in der Wirtschaftsförderung. Und wenn du dabei bist, zu gründen, zu wachsen, und diese Mittel auch benötigst, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind seit Jahren darauf spezialisiert, die Anträge und die Konzepte auch mit dir gemeinsam so abzubilden, dass eine Bank, zunächst die Hausbank und dann die KfW, auch grünes Licht gibt, sprich also dir die Gelder bewilligt.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann lade ich dich ein, das nicht nur zu teilen, sondern auch zu liken. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, dann wirst du auch weiterhin informiert. Und jetzt klicke gerne auf den Link, entweder für ein kostenfreies Erstgespräch oder rufe direkt bei uns an und vereinbare es persönlich.
Und passt du auf, du bist der Nächste.